auf, ich mache jetzt mal einen Test. Mir ist nämlich irgendwie aufgefallen, dass ich vor einiger Zeit gewisse Möglichkeiten sehr viel aktiver genutzt habe, als ich das in der letzten Zeit so getan habe. Das hatte durchaus seine Gründe und wahrscheinlich hatte das auch seinen Sinn. Ich weiß gar nicht, wie man sich reichen muss. Deswegen machen wir hier gerade mal ein neues Video, wo ich, ja, ich glaube, es lag daran, dass ich davon ausgegangen bin, dass die Aufnahme vom Sound über das interne Mikro einfach scheiße ist. Aber ich habe doch mal von dem Tool Gebrauch gemacht. Das heißt, ich scheiß drauf. Ja, dann nutzen wir halt eben Scheiß-Sound. So, wenn ich dadurch aber wieder mehr und einfacher Videos machen kann. Ich habe irgendwie völlig vergessen, dass ich in diesem Ding vor mir halt eben auch eine Kamera habe, die bis jetzt, was ich so sehen kann, ein ganz gutes Bild abgibt. Ne? Und ja, nach den Tatsachen am Sonntag, ich wollte eine kleine Erkenntnis und eine kleine Änderung. Ich habe es irgendwie völlig vergessen, obwohl ich vor ein paar Monaten noch im Facebook gepostet habe. Nämlich der Kurs, der Plan. Der Plan, mir ist gestern Abend der Plan eingefallen. Ich sitze ja hier jetzt seit Wochen auf heißen Kohlen und will nach Mallorca und es geht nicht los. Und es war eine nette Herausforderung, bis ich dann gestern gefunden habe, wie der Plan aussieht. Dem ich jetzt halt wieder folgen kann. Ich habe richtig schöne Titten gekriegt, ne? Seht ihr das auch? Ist sexy, oder? Ich fühle mich gerade so richtig nach Urlaub. Hat alles seinen Grund und ich freue mich auf das, was da kommt. Und das ist nämlich auch genau das. Ich habe gerade nicht mehr groß damit zu tun, mir jetzt Gedanken darüber zu machen, warum irgendwelche Sachen nicht so funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Sondern ist nämlich Teil meines Spiels eigentlich auch, das zu tun. Also, ja, der Plan ist, quasi Hauptmission ist, irgendwie nach Mallorca kommen. Nicht irgendwie, sondern mit der Serenity und gucken wie dann. Ne? Und ja, bis dahin mache ich jede Nebenquest, die sich anbietet, die mich letztendlich diesem Ziel ein wenig weiter näher bringt und so. Ne? Und dann schauen wir mal. Und ja, ich möchte auf jeden Fall gerne wieder ein bisschen mehr Videos machen. Das erfordert natürlich auch, dass ich mehr Internet habe. Aber im Moment habe ich das ja. Ne? Und so freue ich mich halt zum Beispiel über jeden Moment, den ich vor Mallorca noch mit meiner Frau verbringen kann. Ja, und hier baue hier jetzt gerade mal einfach kurz noch Teile aus der allgemeinen täglichen Kommunikation mit euch mal gerade rein. Macht Gebrauch von der Stopp- und Play-Taste, damit ihr es lesen könnt. Wenn es euch interessiert, halt die Fresse, Handy. Und dann, ja, nur um da so ein paar Sachen einfach nochmal klar zu machen. Hm? Und, ja, was soll ich? Also Grund zum Beschweren gibt es sowieso nicht, ne? Nur macht mich das hier so um einiges ruhiger. Für all die, die das interessiert. So, und wo ich hier gerade noch wieder, ich sehe gerade wieder hier, ne, wenn auch keins hat, bestellt es euch auf 12x12.info. 12, also 12x12.info. Oh, ein bisschen Werbung machen, ne? So. Ja, und dann hat für mich auch ein tolles Spiel angefangen. Und jetzt weiß ich, dass ich. Jetzt muss ich gucken, dass ich die nächsten Momente überlebe, weil es könnte sein, dass hier gleich irgendwas angeflogen kommt und mich explodiert. Und bis dahin sage ich auf jeden Fall dem alten Spiel mit seinem ganzen Frust und dem ganzen Blödsinn da draußen. Tschüss mit F. Tschüss mit V. Nee, scheiße, jetzt habe ich das auch noch verkackt, ne? So ein fucking Mist. Tschüss mit F, mit dem Friedensfinger. So, ne, weil das ist, also...
Ne, wer es noch nicht kennt, es gibt schon seit 2011 gibt's den Friedensfinger. Das ist das Angebot, so, ne, wenn es angenommen wird, dass halt, ne, wir sind verbunden. Und lach nicht. Sie lacht. Jetzt fühle ich mich gerade mal nicht ernst genommen. Also. Und in dem Zusammenhang liebe Grüße an Grom. Ciao mit V. Ja, liebe Grüße an Gronk. Ciao mit V war letztendlich überhaupt der Madame fing an, sich darüber aufzuregen. Ciao mit V. Warum hat der Ciao mit V? Was hat der mit D? Ja, und dann habe ich gedacht, ja, aber das ist eigentlich voll cool, gerade wenn da sich Leute drüber aufregen. Dann steht auch so, ja, tschüss mit F. Und dann, wow, ey, den ganzen Abend hat das gestern gedauert. Sie hat es nicht, sie wollte es nicht gut finden. Aber ich kann es nicht scheiße finden. Und irgendwie finde ich es voll lustig. Und deswegen, tschüss mit V. F. Fuck. Es ist mir nicht ein einziges Mal passiert, bevor ich die Kamera angemacht habe. Ja, danke, Gronk. Toll. Finde ich auf jeden Fall cool. Ja. Ne, also ich bin auf jeden Fall jetzt auf dem Weg nach Mallorca. So wie ich das letzte Mal auch gemacht habe. Da hat es dann 4 Wochen gedauert, bis ich da war. Aber ich war dann irgendwann da, zweifelsohne, weil, ne, ist ja, wenn ich der Mission folge und das mache. Da auch, danke Gronk, das unterstützt natürlich immer unheimlich, deine Let's Plays zu gucken, da in diesen Spielmodus reinzukommen im realen Leben. Hammergeil. Ja, und so, dann geht's für mich auch demnächst jetzt auf YouTube ein bisschen aktiver wieder weiter. Und dann schauen wir mal, was so alles passiert, wenn wir mal laufen lassen. Und eine neue Erde 2017 auf Mallorca spielen. Auf der Kopfkonsole und im realen Leben. Tschüss mit F. Yeah! Was da eigentlich gehört dann noch? Also ich kann gerade nicht aufstehen, weil ich bin wirklich nackt. Wo ist es? Hier ist es. Tschüss mit F. Tschüss mit F. Tschüss mit F. Wenn dir dieses Video gefallen hat, like es, teile es, kommentiere es. Wenn nicht, psch. Danke fürs Interesse und bis zum nächsten Video. Play on Mind.